Mahlzeit, Leute! Willkommen zurück bei Mafia 3, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ei, schießen wir immer noch. Ja. Ich sehe mit euch. Ich habe keine Munition mehr. Oh, warte, nein, hier habe ich. Ah, hier Monitor, cool. Ach, das wäre doch einer. Ihr schießt, mein. Keine Munition, ach, aber Monitor ist irgendwas muss ich hier machen. Schauen wir uns an, wie er brennt. Ich hab einen Schuss. Jetzt hab ich dich. Oh Scheiße! Ich brauche Deckung. Das ist meine Waffe. Hab ihn im Visier. Wir gehören nicht zu dir, Schwanzlutscher. Keine Kugel mehr. Muss nachladen. Seht ihn! Ich werfe. Wir verlieren Leute. Gleich kann er was erleben. Das war erst der Anfang, Motherfucker. Ich werde hier durch den Wolf gedreht. Ja, was soll ich sonst machen? Wir müssen diesen ab. Er war hier. Ist aber nicht mehr. Bevor er sich zurückzieht. Vorsicht!
Alle mir nach! Ach du Scheiße! Wir gehören nicht zu dir, Schwanz Luzer. Ja. Langsam Zeit. Hallo, hau mal. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wir riechen mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Kommen wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so. Hey, Mann, sei vorsichtig! Wie ich gesagt habe, wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar. Ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon. Ach, hey, Mann, sei vorsichtig! Aua, cool. Jedenfalls... Ja klar. Ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon. Und ich erst recht. Ich erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Webel... Ich bete darum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Oh, die sehen wir nicht cool. Ist deine Karre. Fahr sie ruhig zu Schrott. Komm her! Wo kann ich sie hier drinnen parken? Du
eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat. Oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Okay, mach mal kein Ding, Junge. Okay. Willkommen auf ein neues bei Native Sun, liebe Hörer. Also, diese Pause, die habe ich wirklich dringend gebraucht. Der alte Remy musste einfach mal ein... Okay, kann ich machen? So. Aus der tollen Tasty Kategorie. Das Richtige. Ihr alle da draußen, ihr wisst, wovon ich rede. Schon markiert. Doch, das wisst ihr. Ach ja, und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty Patisserie noch Bestellungen annimmt für den bevorstehenden Mardi Gras. Sagt ihr einfach, dass Remy euch schickt und ihr kriegt einen... Oh, die sind ja mein Schwimm.
soldier deserves our gratitude. Wir müssen hier lang. Ah, man könnte auch mal bremsen. Aber nö. Oh, ein Auto im Schuppen. Neat, neat. So I can talk a mile a minute, 4 hours a day. Ah. Swiss cold is what I'm talking about, baby. Yeah, don't want you over. That weird, beautiful boost. That crazy octa brain rust that gets my mojo working. Nothing like a swing of the hands to perk up old bad boy Bob. It's cold. It's bold. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Da muss ich die Blumen fahren. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. jetzt wird's Nobel, Nobel. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch 2 Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Okay. Special Forces. Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Junge, kenne ich den. Auch ein anderer Mafia-Teil. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. 2x im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen. Sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten.
Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das. Das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist raus und hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer. Keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? Ja, klar. In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Nein, doch, also, verändern. Ich glaube nicht, dass Alice so weit ich ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Ja, okay. Ein Tier, Junge, ein Tier. Es ist einfach ein Tier. Flucht weiter, wir werden ihn schon finden. Ich kann nichts sehen. Wir aber auch nicht. Bleib ruhig. Motherfucker. Wir müssen ihn in die Zange nehmen. Hier bin ich. Danny und Alice weg. Sind gerade mit dem Bohrer durchgekommen. Da war ein ganz kleines Loch. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle. Ich mach das hier klar. Komm hier auch. Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich drauf, was du tust. Was glaubt ihr, was er da tut? Ist auf den ganzen Laden dicht. Suche Deckung. Ja, ganz schön scheiße. Jetzt holt sich der Teufel sein Frühstück. Muss nachladen.
Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Nee, wie es aussieht, nein. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Okay. Oh Gott! Tu das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helf mir mal! Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion, würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Okay. Stopfen, ne? Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's, Nicky? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich fühle es auch gerne morgen noch in unser Auto. Die Mädels werden da sein und so weiter, aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch los, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter, nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad, alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich wusste den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Oh ja, mein das Vater wirst du. Hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Ja, es ist okay. Seine Schuld, dass Danny tot ist. Warum ist denn Danny jetzt tot? Oder liegt er irgendwo da unten begraben?
Ja, was soll das? Verpiss euch! Los, kommt her, ihr Wichser! Das habe ich jetzt wirklich nur, weil ich auf diesem Boot draufgehangen habe. Mann. Erstmal gestorben. Na ja, okay, mit der Trophäe zweimal. Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Diese Schweine, die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Vor allem, die haben jetzt hier unten Boot dabei. Ich hab gar nicht Bootfahren gelernt, bleib in Ruhe. Kommt her, ihr Inzestficker! Weiter, nicht langsamer werden! Ja, dann schieß doch mal den Typen weg! Oh, tut das weh! Der Scheißkahn brennt! Hier, für euch, ihr Scheißbull! Wie kann ich eigentlich nicht schießen? Man kann ich schießen. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht gewesen sein. Ach so, okay, cool. Wenn man Server verkackt, kommt er an und nee, geht nicht oder was? Checkpoint neuladen. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Ja. Jetzt schon wenig Geld, sag ich jetzt mal so. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut.
Ein ganzes Resort mit Gold und so. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Ja, klar, besoffen wird gut dabei. Ganz normal. Ganz normal. Ich bin da ein Telefon. Cool. Oh, schau dir diese Maps an. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Alter Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Was soll das, Mann? Hey, Mann, leg auf! Weg mit dem Telefon! Los! Hey, meine Zeit ist genauso kostbar wie deine! Halte die Augen offen. Er war telefonieren. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Kein Ding. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Vorsicht, Platz da. Oh, Achtung! Tod müde oder tot? Vorsicht, komm. Karneval. Ein Krokodil. Nee, ist ganz schön dick. Mann, durch die beschissene Bullenschweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch wie es scheint, wurde die Bundesbank im Zentrum von Dubordeaux ausgeraubt. Die Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Fahrzeugen. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Bei dem Hoppe nutzte wurde im Friendly-Wort-Verlass Raum gefunden. Alle Einheiten sind im Bestätigen. Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen, etwa 1,83 Meter, 2,81 Fuß, 1,82 Meter, 1,83 Fuß, 2 Hunde, 1,83 Meter. Mist, die haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Das Glück, dass ihr dich versoffene Assel nicht im Graben liegen lassen. Oh Mann, ich bin vollkommen blau. In der Reihe bleiben. Aha, wen ist da? Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Guck mal hier!
Person suchen. Okay, ich bin nur noch dran. Untersuchung aufgenommen. Ich bin im Visier. Officer vor Ort hat verdächtig gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. An alle Einheiten. Ja, sieht man hier schlecht bei den ganzen Leuten. Hier hat man es richtig schlecht gesehen, die Leute. Vielleicht sollte ich mich nicht einfach hinter den erstbesten Gegenstand verstecken. Okay, es gibt keinen anderen. Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Zündungsdelikt im French Ward. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte Einsatz bestätigen. Er bleibt auch einfach vor allen Dingen alle stehen, ja. Naja, Leute. Sagen wir mal so, bis zum nächsten Mal. Obwohl, nee, wir machen das auch fertig. Jedenfalls nicht diese Schießerei, ne. Schön die Maske. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. An alle Einheiten. Verdächtiger unter Sichtweite. Junge. Ich wurde von hinten erschossen. Jetzt schaffen wir das, jetzt machen wir sie kalt. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben verdächtig gesichtet. Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Zündungsdelikt im French Wall. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte Einsatz bestätigen. Trägt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Nein, habe ich nicht. Entschuldige dich gefälligst. Mit dem Hund fühle ich mich schon sicherer. Ich wünschte nur, der würde nicht so verdammt viel kläffen. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Wie kann ich die Waffen von denen nicht aufnehmen?
Wo ist Georgie? Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Steig ein! An alle Einheiten im Warnungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Okay. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. Wo war der überhaupt hin? But the law and the law lost. Ja, ja. Somit haben wir es beendet, Leute. Ja. Gleich die Polizisten nicht gleich alle umknallen. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Naja. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Machst dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. Georgie hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. So. Hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil. Mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch... So, Leute. Anstoßen. Nein, ich wollte es nicht überspringen. Ach, verdammt. Naja, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.